Guten Tag zusammen. Kann es sein, dass viele heute nicht mehr wissen, was an Weihnachten gefeiert wird? Und heute geht es um Legende und Wahrheit der Weihnachtsgeschichte. Um das, was so passiert ist oder sein könnte. Um das Geburtsjahr des Jesus von Nazareth und um die Zeitrechnung mit dem Jahr Null. Ausgangspunkt für all das ist einfach die Weihnachtskrippe mit ihren Figuren, an deren Geschichte und deren Symbolik wir uns dann weitere Gedanken machen. Die Idee zu einer Weihnachtskrippe hatte seinerzeit Franz von Assisi, der im Jahr 1223, also genau vor 800 Jahren, eine Weihnachtskrippe in einer Höhle in Umbrien gestaltete und dort Weihnachten feierte. Hier also das Personal für die Inszenierung. Die ganze Inszenierung geht auf die Schilderung der Geburt Jesu im Lukas-Evangelium zurück und das entstand inzwischen den Jahren 60 und 90 nach Christus. Der zentrale Satz, sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Zwei weitere Sätze zu Windeln und Krippe, als der Engel den Hirten erzählt, ihr werdet ein Kindlein finden, in Windeln eingehüllt und in einer Krippe liegend. Daraufhin sind ja die Hirten Richtung Krippe losgerannt und sie gingen eilends und fanden das Kind, das in der Krippe lag. Natürlich geht man davon aus, dass die Hirten Geschenke mitbrachten und Schafe und andere Dinge. Auch die drei Könige gehören zum Personal. Von drei Königen ist nicht die Rede, nur von Weisen oder Sternforschern. Die Legende von den drei Königen kam in der Tradition wohl daher, dass die Weisen drei Geschenke mitbrachten, Weihrauch, Gold und Myrrhe. Und dass sie als Repräsentanten der drei damals bekannten Kontinente gelten konnten, Europa, Asien, Afrika. Und sie folgten ja bekanntlich dem berühmten Stern von Bethlehem. Und damit bewegen wir uns schon in die Historie, denn den kann es gegeben haben im Jahr 7 vor Christus bei der sogenannten großen Konjunktion von Jupiter und Saturn. Ebenso wie der Stern zu Bethlehem ist auch von Herodes dem Großen im Matthäusevangelium die Rede. Da heißt es, da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Aus dem Lukas-Evangelium, da heißt es, in jenen Tagen geschah es, dass vom Kaiser Augustus ein Befehl ausging, dass der gesamte Erdkreis aufgezeichnet werde. Diese erste Aufzeichnung geschah, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle gingen hin, sich eintragen zu lassen, ein jeder in seine Stadt. Auch Josef zog von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, um sich eintragen zu lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten, die gesegneten Leibes war. Während sie dort waren, geschah es, dass sich die Tage erfüllten, da sie gebären sollte, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn, hüllte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil nicht Platz für sie war in der Herberge. Da haben wir ja nun einige historische Anhaltspunkte, an denen man feststellen könnte, wann ein Geburtsdatum oder ein Geburtsjahr von Jesus war. Die große Konjunktion haben wir schon erwähnt, aus Jupiter und Saturn. Das ist in der Tat ein astronomisches Phänomen, das alle 20 Jahre vorkommt. Zum Beispiel war es im Jahre 2000 und auch im Jahre 2020. Bei dieser Konjunktion treten die beiden Planeten so hintereinander, dass ein riesiger Stern am Himmel zu erscheinen scheint. Das wäre eine plausible Erklärung für die biblische Geschichte vom Stern von Bethlehem. Nun haben wir aber historische Personen, die hier genannt wurden. Dazu gehört Herodes, der bei Matthäus vorkommt, sowie Quirinius, der angeblich die große Volkszählung durchgeführt hat. Damit sind wir aber schon in einem Problem, da nämlich eine Geburt Jesu zu Herodes Zeiten nicht gleichzeitig
zur Zeit des Quirinius, der erst 6 nach Christus in sein Amt kam, stattgefunden haben kann. Man nimmt daher an, dass in der Zeit zwischen dem Jahr 6 vor Christus und dem Jahr 4 vor Christus die Geburt Jesu stattgefunden hat. Noch einen anderen Zugang, das ist die Rechnung mit den Angaben zu Johannes dem Täufer und dem Kaiser Tiberius. Da heißt es nämlich im Lukas-Evangelium, Johannes der Täufer tritt im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius auf. Das 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius wäre das Jahr 28. Das Lukas-Evangelium gibt an einer anderen Stelle an, dass Jesus, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt war. Von daher zurückgerechnet kommt man auf das Geburtsdatum zwischen den Jahren 6 vor Christus und 4 vor Christus. Das Jahr 0 und die Zeitrechnung ab Christi Geburt hat sich aufgrund des Anwachsens und der Bedeutung des Christentums dann im Laufe der Jahrhunderte durchgesetzt. Anhaltspunkt ist die in der römischen Welt damals gültige Zählung ab Urbe Condita, ab Gründung der Stadt Rom, also dem Jahr 753 vor Christus. Im 6. Jahrhundert nach Christus versuchte dann der Mönch Dionysius Exiguus, die Geburt Christi zu datieren. Er ging davon aus, dass Jesus im 754. Jahr ab Urbe Condita geboren sei. Das ist dann im Jahr 1 nach Christus. Ein Jahr 0 gab und gibt es nicht. Ab dem 4. Jahrhundert wurde das Geburtsfest Jesu dann auf dem 25. Dezember gelegt. Gründe: Im römischen Kalender galt in der Mythologie am 25. Dezember das Fest des unbesiegten Sonnengottes Sol Invictus als Feiertag. Es wurde mit Kerzen und mit festlichem Essen gefeiert. Nach diesen Gedanken zur Krippe und zum Weihnachtsfest ist es dann bald soweit und wir können fröhlich dieses Fest feiern. Natürlich gäbe es noch eine Menge zu den Traditionen und etwa zu den Lichtern und dem Weihnachtsbaum zu sagen. Können wir uns heute schenken? Schenken wir uns demnächst schöne Geschenke und freuen uns auf das Fest, wenn es dann wieder klingelt. Dann wissen wir, dass die Bescherung beginnt. In diesem Sinne, eine gute Zeit.